Wir haben hier den New Holland CR 1090 als Mod. Ja, das gleiche wie das Original. Das einzige Unterschied ist, der Drescher an sich hat eine höhere Kapazität an Speicher und das Schneidwerk lässt eine höhere Geschwindigkeit zu. Das sind die Hauptänderungen in dem Mod. Ich glaube, mehr hat sich nicht geändert, so wie ich das verstanden habe. Also, wie gesagt, während den Arbeiten kann man jetzt 14 km/h, glaube ich, fahren. Oder 13. Ja, da steht im Shop nochmal, kann man es anschauen. Erntemaschine haben wir hier neu. Man sieht, wir haben hier 14.500 und dann haben wir 29.800, also genau. Bisschen mehr. Würde ich mal behaupten, ja? 14, 18, 5, okay. Naja, ich dachte vielleicht das Doppelte, aber okay. Doch nicht. Genau, von den Fruchtsorten her und sonst ist alles dasselbe geblieben. Ich weiß gar nicht, von Preis her ist auch dasselbe geblieben. Beim Schneidwerk, da hat sich eben auch was geändert. Mit dem kann man 10 km/h fahren und mit dem kann man dann 14 km/h fahren. Also ein bisschen schneller, 4 km/h macht eigentlich schon einen großen Unterschied. Man glaubt es gar nicht, aber bei großen Feldern macht das einen Unterschied. Also, so gesehen, cool. Man kann schneller fahren, man hat mehr Speicher und es ist ein Originalmod, der einfach im Normalfall keinen Fehler hat. Also, was will man mehr? Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und rauf aufs Feld und arbeiten. Hopp, hopp.